passiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Mystikergewand. Ja, dann haben wir jetzt... Mal schauen. Nein, nicht das. Und dann nochmals 3 Verteidigung. Nein, eigentlich nicht. Wenn wir jetzt den mal... Das sieht nice aus. Also dann nehme ich mal die Robe ab. Für das? Jo. Schauen wir mal wie ein echter Mystiker aus. Gut, also wir haben wieder 3 Symbole. 1 unten, 2 hier oben. Mal schauen, wie wir das, wie wir uns so positionieren können, dass wir alle 3... Okay, das geht schon mal nicht. So, ne? Nein. 1, 2, 3. Nein. Ich komme. Und jetzt... Also wenn jetzt noch niemand zusammenzählen konnte, jetzt darf man Kaka in die Hose machen. Weil ihr seht ja schon herankommen. Hier und vorne. Ihr seht's ja. Ja. Wie sagen wir das mal so schön, ne? Da ist ja mal die Kacke am Dampfen, ne? So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? So. Ah, Mist. Nein. Ah, Mist. Nein. Die Tassen sind wirklich doof platziert für den Kampf. So. So. Nein.
Leviosa. Expelliarmus. Nein, nein, nein. Da ist Jackdaw, so tot wie eh und je. Was ist passiert? Nein. Könnte es wieder passieren? Meinst du was? Ich mach mal da. Na toll, ne? Nein, nein, nein. Protego. Nein! Sag mir bitte nicht, dass ich das alles, dass wir vielleicht nur die letzten drei. Bitte sag mir das jetzt so. Natürlich von ganz vorne, ne? Nein. So, sorry, wenn ich jetzt kurz ein wenig leiser bin. Ach du meine Güte. So, erster. Ach nee. So, zweiter. Ach du meine Güte. Das ist unheilig. Was war denn das? Ich wollte gerade schon sagen, kommt noch einer, dann fress ich den Besen. Ach du meine Güte. Der Kampf war gut. Wirklich gut. Aber... nein, schon wieder Ausrüstungsinventar voll. Ja, zerstören.
So. Schlechtere Handschuhe. Na gut, wir haben nichts Besseres fortgeworfen, also ein Ding. Revelio. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Ja dann, viel Spaß. Aber wie kam der Jack da rein? Ich meine, er müsste ja alte Magie nur im Ansatzweise verstehen. Alter. Was haben... Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Okay. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Ja, das hoffe ich mal auch, ne? Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe... Schieß? Kann das sein? Rackham. Verzeihung, ich will kurz umschauen. Nicht, dass wir was verpassen, aber... Bei Merlins Bart. Bei Merlins Bart. Was geschieht hier? Also ich bin sprachlos. Und das müssen die anderen sein. Theoretisch. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Holy moly!
Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Was ist das für ein geniales Game? Zehn? 20, 36, 40, 48. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise, Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talentpunkten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Oh. Was haben wir denn da? Okay. Verfluchte Gegner. Okay. Zaubersprüche. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Gegner in der Nähe eines mit Aktio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Okay. Gegner in der Nähe mit Leviosa leviierten Ziele wären ebenfalls. Ja, das wäre cool. Die Fiando schneidet durch betroffene Gegner um zusätzliche Ziele. Aha. Das wäre sicherlich gut. Okay. Wow. Das wäre nicht schlecht, Gegner in etwas Explosives zu verwandeln. Haupttalente. Dann hätten wir noch mehr alte Magie. Okay. Also ich bin jetzt mal kurz ruhig am Durchlesen. Hier sind die Zaubersets. Die werden wir definitiv benötigen. Also, dann haben wir jetzt maximal 16 Zauber, die wir wirken können. Das wäre eigentlich... Das wäre auch nicht schlecht. Schleichen, was haben wir da? Schlechter entdecken.
Raum der Wünsche. Ja gut, Tränke. Das wäre nice. Ich bin mir noch unschlüssig, was ich... Dunkle Künste. Ich warte noch mal aktuell mit... Das wäre sicherlich was, was toll wäre. Und wenn wir mehr mit alter Magie... Das wäre auch genial. Wow. Das wäre sehr, sehr genial. Die alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Macht das, wenn wir augenblicklich den entwaffnen? Okay. Ich nehme sicherlich noch mehr Heilung. Da bin ich schon froh darum. Ich nehme den noch. Den. Das brauche ich nicht per se. So. Dann habe ich das mal und jetzt möchte ich... Das... Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir die Basiszauber... Basiszauber sicherlich noch mitnehmen. Dunkle Künste. Nehmen wir noch einen in dunkle Künste, dass sie mehr leiden. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Genial! Also bis jetzt ist das Spiel richtig, richtig gut. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ja, das gilt es jetzt herauszufinden.
Aber ich bin mehr als... Wie schön, Sie zu sehen. Wo sind wir ungefähr? Wir sind unter Hogwarts. Okay. Also ich bin richtig motiviert weiterzuspielen. Aber ich muss jetzt dann leider... Diesen Raum habe ich schon mal gesehen. Und zwar bei einem anderen Streamer. Wieso? Aha, hahaha. Nehmen wir den so. Machen wir hier mal eine Leiste. So. Mit F2 kann ich hier wechseln. So. Dann passen wir unser Aussehen noch an. Weil jetzt sind wir ja wieder in der Schule. So, dann bitte. Nee, das. Das gefällt mir schon am besten. Und dann müssen wir unbedingt wieder beim... vorbei zum Schneider, zum Verkaufen. Aber krass! Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Wo sind wir? Schlossstufe 1. Hier haben wir wieder einen Schlüssel. Ah, und da müssen wir den Frosch haben. Revelio. Ah. Ich weiß, wo du hin willst. Ich weiß, wo du hin willst. Ach hier. Na. Jetzt. Geschafft. Noch ein Siegel. Ne? Und wir haben einen weiteren Talentpunkt. Revelio. Gut, 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 gut. Ah, Schlossstufe 2. Ja, da haben wir nochmal sein.